Hässlich, hässlich, hässlich willkommen, liebe Freunde des metallischen Sports, bei den Viertelfinals der EM 2024, der Meisterschaft im Extreme Metal Soccer. Mein Name ist Hardy Harder, ich berichte für Sie aus der Hellteens Arena. Meine Kollegen werden aus anderen Austragungsstätten zugeschaltet, so dass Sie kein Tor, kein Spielzug und keine Gelegenheit zum Anstoßen verpassen. Apropos Anstoßen, ich sehe gerade, dass es losgeht in der Partie zwischen Dynamo Cowboy und den japanischen Blaublitz Baby Metal. Der Referee positioniert den Ball in der Spielmitte, ein kurzer Soundcheck, 1-2, 1-2, check, check, hey, hey, check. Dann ermitteln die Mannschaften, wer anstoßen darf. Der traditionelle Münzwurf entfällt, stattdessen wird ein Dance Battle ausgetragen, was unter den Fans, vor allem im Oldschool-Block, hörbar für Unmut sorgt. Ja, ist das noch Metal-Fußball? Man weiß es nicht. Viele dürften vermutlich enttäuscht sein, dass Schwarz-Weiß-Tankard kurzfristig disqualifiziert wurden, da sie den erforderlichen Promillewert nicht erreicht haben. Was ist da los beim SW Tankard? Und ob aufgrund der akuten Unterhopfung es einen Trainerwechsel bei den Hessen geben wird, zeigen die nächsten Wochen. Nun aber zu unserem Match zwischen der Dynamo und den Blaublitzen. Die Deutschen wie immer klar erkennbar an ihren potthässlichen Trainingsanzügen aus Ballonseide. Und die japanische Mannschaft an ihren überhaupt nicht sexualisiert zu lesenden Dienstmädchenuniformen. Das Spiel beginnt zäh, da beide Mannschaften erstmal TikToks drehen müssen. Das gibt uns Gelegenheit, umzuschalten in eine andere Spielstätte. Boris Blutlecker hier aus dem Schlachthof irgendwo in Brandenburg, wo das Match zwischen dem CJJ Cannibal Corps und dem HSC Poison 83 bereits in vollem Gange ist. Cannibal Corps Spielführer Corps Grinder hat den CJJ mit vollem Nackeneinsatz bereits mit 2 Toren in Führung gebracht. Aber nun gehen die Gäste aus Los Angeles zum Gegenangriff über und mit einem wunderbaren Catwalk gelingt es Bobby Dahl, die Verteidigung zu umgehen und den ersten Treffer für seine Mannschaft zu erzielen. Großer Jubel, vor allem unter den weiblichen Fans, und auch die Paparazzi sind begeistert. Aber da geht Corps Grinder zur Spielerbank, er holt etwas hervor. Oh mein Gott, ist das eine Kettensäge! Moin Moin, Fred Fischer hier, live aus dem Wacken Stadium. Im Vorfeld gab es ja einige Diskussionen, ob ein Spielfeld mit 4 Toren und 4 Mannschaften sein muss und ob das noch echter Fußball sei. Aber die 80.000 Zuschauer sind begeistert. Aus der von Jägermeister gesponserten Riesenradloge regnet es Konfetti und Kuscheltiere. Und die nächste Partie war schon 0,83 Sekunden nach Anstoß restlos ausverkauft. Das Match selber hat mich bisher nicht überzeugt. Der Platz ist nach Starkregen kaum bespielbar und der erste FC Warlock ist quasi nicht anwesend, da Kapitänin Doro Pesch das Feld schon vor dem Anpfiff verlassen hat, um Fans und Spieler anderer Mannschaften zu begrüßen und zu knuddeln und mit ihnen Freundschaftsbücher auszufüllen. Municipal Flash Entity aus El Salvador, die sich über den Nachwuchswettbewerb für die Wildcard qualifiziert haben, stehen etwas verloren auf dem riesigen Platz herum und scheinen noch Schwierigkeiten zu haben, ihr eigenes Tor zu finden. So gilt das Hauptaugenmerk dem PK Sabaton und Transylvania Powerwolf, hier auch offensichtlich die Favoriten auf dem Platz. Stürmer Falk Maria hat sich gerade für Transylvania eher schlecht als recht durchgeorgelt und so gehen die Wölfe mit 1-0 in Führung. Willkommen auch von mir, Gods grüner Mond, aus der O666 Arena in Berlin, wo der MC Metallica auf den MC Metal Crew trifft. Auch hier gab es Diskussionen über die Spielfeldgestaltung. Haben Metallica doch durchgesetzt, dass das Stadionpublikum in der Mitte sitzt und die Partie auf den Rängen ausgetragen wird. Das ist wild, das ist anders, aber sowas kann man sich halt leisten, wenn man die erfolgreichste Mannschaft der Welt ist. Dennoch sind es gerade die Mötleys, die richtig Druck in diesem Match machen. Tommy Lee mit einem langen Pass an Vince Neil. Der dribbelt Verteidiger Lars Ulrich aus, welcher komplett aus dem Takt kommt und über seine eigenen Füße fällt. Und jetzt steht Vince frei und allein vor dem Tor. Aber was ist das? Eine Gruppe alter Groupies stürmt das Spielfeld und überwältigt Vince. Und was soll man da machen? Er vernascht die notgeile Truppe gleich an Ort und Stelle. Die Zuschauer sind ganz aus dem Häuschen. Ja, er macht ihn rein und raus und rein. Aber was tut er denn jetzt? Er zündet sich eine postkoitale Kippe an. Rauchen im Strafraum. Dafür zückt der Referee völlig zurecht die gelbe Karte. Hier in der Hellteens Arena hat sich inzwischen auf den Rängen ein Circle Pit aus 20.000 Zuschauern gebildet. Das macht Laune, das bringt Stimmung. Dynamo Cowboy liegt inzwischen mit 6-0 in Führung. Was aber auch daran liegen könnte, dass sie in ihrem Tor ein DJ-Pult und eine Cocktailbar aufgebaut haben. Was es für Blaublitz Baby Metal sehr schwer macht, den Ball ins Netz zu bolzen. Zerteilung, Zerteilung hier im Schlachthof in der 40. Spielminute.
Corpse Grinder hat den gegnerischen CC DeVille mittels einer Kettensäge vom Sack bis zum Kinn aufgesäbelt, was der Bezeichnung Blutgrätsche eine völlig neue Bedeutung gibt. Generell hat sich der HSC Poison auf dem gesamten Spielfeld verteilt. Überall liegen Eingeweide und Körperteile rum und bei dem Anblick muss der letzte verbliebene HSC-Spieler Richie kotzen. Im Wacken Stadium hat sich eine Pattsituation ergeben. Während Warlock weiter nicht spielbereit sind, da Doro noch schnell auf dem Parkplatz eine Doku mit dem NDR drehen muss und Flashless Entity das Catering entdeckt haben und sich erst einmal vollfressen, stehen sich Sabaton und Powerwolf eher defensiv gegenüber. Während die Schweden angefangen haben, in ihrem Strafraum Schützengräben auszuheben, errichten die saarländischen Wölfe in ihrem eine Kathedrale. Die Fans schert es nicht, sie singen abwechselnd Ghost Division und Sanctified with Dynamite im Chor. Und da zieht Metallicas Rob durch, mit seinem markanten Krabbenstampfen dribbelt er sich durch die Verteidigung der Mötleys und aus der Tiefe des Raums trifft er tight. Tor, Tor, Tor für Metallica. Ja, Rob ist eben ein Meister, Meister seines Fachs. Tor, auch hier in der Hellteens Arena. Blaublitz hat eine Hüpfpause der Callboys ausgenutzt, um den Anschlusstreffer zu landen. Die Onlyfans der japanischen Babymetal drehen komplett frei und geben Likes und Donations. Zwischen den Schiris ist im Schlachthof inzwischen eine heftige Diskussion entbrannt. Der Linienrichter drängt auf Spielabbruch, da Cannibal Corpse angeblich die Grenze des guten Geschmacks übertreten hätten. Der Hauptschiedsrichter will sich den Videobeweis ansehen. Aber was ist das? Der Videobeweis wurde beschlagnahmt von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Was für eine Wendung, liebe Sportfreunde, was für Szenen spielen sich hier ab? Der Schiedsrichter hat gar keine andere Wahl, als die Partie in der 67. Minute zu beenden und den HSC Poison zu disqualifizieren, da die Mannschaft wegen brutaler Ermordung nicht mehr fähig ist, das Match fortzusetzen. Tja, das unterscheidet die Möchtegerns vor den Machern. Cannibal Corpse sind damit im Halbfinale. Das Publikum verlässt die Arena fluchtartig, da Corpse Grinder zur Feier des Tages zum Helikopter-Headbang ansetzt. Sabaton haben in der 80. Minute überraschend einen Spielerwechsel angesetzt. Captain Joachim tauscht seine komplette Mannschaft aus und aufs Feld kommt dafür. Halten Sie sich fest, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist eine Sensation. David Beckhammer betritt das Spielfeld. Hier im Wacken Stadium gibt es kein Halten mehr. Mit diesem Stargast hätte niemand gerechnet. 10 Jahre hat er nicht mehr gespielt. Aber was ist das? Beckhammer lässt sich am Spielfeldrand erstmal in aller Seelenruhe von seiner Ehefrau Primo Victoria Beckhammer neu einkleiden und stylen. Tut mir leid, Legende hin oder her, so wird er das Spiel nicht rumreißen können. Und hier in der O666 Arena ist der Mötley Crew durch einen Überkopfballtreffer von Tommy Lee in Führung gegangen. Abpfiff in der Hellteens Arena. Blaublitz Babymetal und Dynamo Callboy beenden das Spiel 8:8. Und damit ziehen Babymetal ins Halbfinale ein, weil sie mehr Follower auf Social Media haben. Das Publikum feiert die Entscheidung mit einem Circle Pit, die Mannschaft mit Trikottausch, aber sorry, 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 das will echt keiner sehen. Freibier, Freibier, Freibier. Dramatische Wendung hier im Wacken Stadium, wo sich die Newcomer Flashless Entity doch noch entschieden haben, ins Spiel einzugreifen und einen Angriff auf das Tor des ersten FC Warlock zu starten, das komplett verwaist ist. Da Doro gerade in einer Talkshow zum Thema "Wie super toll sind die Fans bei der EM" sitzt. Zwar ist der Ball ins Netz gekullert, allerdings haben die Südamerikaner beim Torschuss auch gleich die Bierpipeline unter dem Spielfeld mit zertreten. Und nun schießt eine Fontäne Freibier hervor. Die Zuschauer stürmen den Platz bewaffnet mit Plastikbechern und Hörnern. Totale Eskalation und rote Karte für Powerwolf, die vorschlagen, den Gratis-Gerstensaft zu segnen und so in Weihbier zu verwandeln. An eine Fortsetzung des Spiels ist nicht zu denken. Und somit ziehen Flashless Entity ins Halbfinale, weil sie im ganzen Spiel den einzigen Treffer gelandet haben. Götz Grünermond, gibt es auch bei dir ein Ergebnis? Ja, auch die Partie in der O66 Arena hat ein Ende gefunden. Der MC Mötley Crew lag noch in der 87. Minute mit 2 Toren in Führung. Da haben Metallica nochmal alle Reserven mobilisiert und kurz vor Abpfiff die gegnerische Mannschaft einfach gekauft. Was ein Spielzug. Sowas können eben nur die Meister. Meister. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Freunde des metallischen Kickens, ein großartiger Spieltag geht zu Ende. Wir schalten nun zurück ins ZDF Forever Sportstudio, um mit dem schönsten Teil des Abends zu beginnen, wo wir jede 90-Minuten-Partie 4 Stunden lang analysieren.
Ich verabschiede mich mit den weisen Worten des großen Walter Frosch, Metal Brother. Für die anderen, aber Spider hat er, wenn man immer zulegen. Zurück ins Studio.